Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 5 die Chronik. Okay, da hat noch gerade einen Ton nachgehakt. Ist hier doch keiner? Also es ist so, dass wir im letzten Part uns durch ein paar Laserfallen durchgequält haben, wirklich. Weil nach jedem Schritt speichern und so, das war auch für mich nicht gerade so spannend und für euch wahrscheinlich noch weniger. Und dann kaum waren wir hier angekommen, spielte diese komische Musik und du Arsch. Wie viele Kopfschüsse verträgst du, Junge? Oder hat er einen besonderen Helm getragen oder was? Na, wir fahren erstmal wieder ein bisschen mit dem Aufzug. Hallo? War so klar, ja. Schieß noch weiter auf mich. Jo, ist okay. Alter, ich bin fast tot. Echt, ey, du Wichser. Grrr. Naja, egal. Er ist halt ein Arschloch. Wir müssen damit leben. Nice. Sowas nehme ich immer gerne mit. So, hier ist das jetzt so eine Sache. Wenn wir auf diesen Schalter drücken, kommen Ziele nach vorne. Die müssen wir alle schnell abschießen. Und wenn wir sie alle schaffen, bevor sie eine gewisse Linie überschreiten, öffnet sich die Tür nebenan auch noch. Und wenn wir dann da alle Ziele auch nochmal in einem gewissen Zeitlimit abschießen, öffnet sich eine Tür zu einem Secret. Ich habe es ehrlich gesagt nie geschafft. Aber gut, versuchen wir es. Scheiße. Nee. Die Ziele sind viel zu schnell für mich, also ich schaffe das definitiv nicht. Würde ich auch niemals schaffen, ehrlich gesagt. Also, nee. Das ist wieder doch etwas zu schwierig, beziehungsweise zu schnell. Ich hasse Sachen, die nach Zeit gehen. Oder die auf Zeit gehen, wie auch immer man das sagen will. Einen Schuss ist leider auch dabei verschwendet. Aber gut. Na komm, nimm die Munition, Lara. Wie man sich vielleicht denken könnte, ist es nicht gerade ratsam, hier hinzugehen, zu den, wo die roten Laserstrahlen vor sind. Sondern nur dahin, wo die grünen Laser sind, weil da kann man sich dann tatsächlich diese eine Waffe rausnehmen. Sonst nicht. Obwohl, Moment, was ist hier, eine Schrotflinte? Das sind Schrotflinten, Baby. Hier auch? Ne, hier ist es was anderes. Hier ist es der Revolver mit Zielfernrohr. Ey, wie geil. Also ich hätte diese Waffen auch gerne, ne? Keine Frage, aber pff. Ich darf hier leider nicht. Ich darf nur diese eine Waffe da holen. Was nicht meine Waffe ist. Kann ich hier noch raus? Ja. Vielleicht nehme ich nicht mehr deswegen. Vielleicht wäre das auch die Tür zu dem Secret gewesen. Ich weiß es nicht. Naja. Nimm. Ach, jetzt direkt ein Kopfschuss und tot. Lol. Ah, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr raus, genau. Wusste ich's doch. Also vielleicht hat das ja auch damit was zu tun, dass, ob sie die schon gesehen haben oder nicht. Ich weiß es nicht. So, das hier ist ein Wurfhaken, den wir gefunden haben. Denn die Waffe, die wir gerade aufgesammelt haben, ist keine geringere als diese hier. Fanghakenwerfer. Wovon wir definitiv nicht unendlich Munition haben. Okay,
Okay, vielleicht kommt es auch auf die Entfernung an. Ist natürlich dann ein bisschen blöd, aber... Naja. Egal, wir haben hier noch genügend Money. Wir haben, wie viel haben wir noch? Wir haben... Ja, das reicht dicke. Das reicht dicke, um hier noch durchzukommen, Leute. Und hier finden wir schon wieder Munition, also hallo. Alles gar kein Problem. So. Mal eben speichern. Ja, können wir eigentlich immer das jetzt hier überschreiben, ne? So, und dann rüsten wir diese Waffe hier mal aus. Was gar keine Waffe ist, wie gesagt, eigentlich. Und schießen mal einen Haken in die Decke. Perfekt. Kommt von hier aus ran? Ja! Yay! Also wenn man da hinten direkt versucht, in dieses Loch da zu springen, schafft man es nicht. Man muss sich hier festhalten, was man natürlich nicht vorher sehen kann und nicht wissen kann, wenn man das Spiel nicht kennt oder nicht in die Lösung geguckt hat oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen doof und ärgerlich, klar, aber pff, wenn man es weiß, geht's ja, ne? So. Hier kommt jetzt eine... nicht gerade ungefährliche Stelle. Auf jeden Fall wieder die richtige Waffe ausrüsten. Ja, kurz husten. Und ist hier oben was eigentlich? Sieht ein bisschen danach aus, als ob da was wäre, ne? Kann mich aber auch irren. Auf jeden Fall muss ich hier so oder so speichern. Denn wie gesagt, das, was jetzt kommt, ist nicht so ganz hundertprozentig leicht. Habe ich jetzt eigentlich immer ganz gut hingekriegt, von daher... Naja. Schauen wir mal, ne? Ist da wirklich was oben? Mal gucken. Nee. Perfekt. So muss es laufen, Leute. So und nicht anders. Ich glaube, verloren haben die nichts. Jetzt können wir doch hier weiter, oder? Nee? Okay. Ich wundere mich nur gerade, weil wir haben doch nur einen Fanghaken gehabt. Oder haben die doch was verloren? Oder habe ich was übersehen oder so? Weil... Was? Ich dachte schon gerade, da hinten wäre ein Laserstrahl, deswegen war ich gerade so entsetzt. Mal im Ernst, das ist jetzt aber gar nicht gut. Wir brauchen doch noch einen zweiten Fanghaken. Wo ist der denn? Oder fahre ich jetzt mit dem Fahrstuhl ganz woanders hin? Oh, scheiße, Leute. Warte mal, können wir eigentlich überhaupt zurück? Hier hin? Nee, können wir auch nicht. Aber da war doch auch nur einer. Oder war in dem Raum noch einer? Moment mal, Leute. Das muss ich jetzt checken. Weil das geht gar nicht. Also ich speichere mal eben. Und dann lade ich den anderen davor. Und dann gucke ich mich nochmal in dem Raum um, weil das kann irgendwie nicht sein. Da muss auf einer der Kisten noch so ein Fanghaken gelegen haben. Da bin ich mir ganz sicher. Darf ich halt noch nicht runterrutschen, sondern mich erst nochmal runter in den Raum lassen. Na
Ich weiß ja, dass ich noch einen brauche, also von daher, das, ne, das kann ja nicht sein, irgendwie. Das kann nicht angehen. Hier muss irgendwo noch ein Haken sein. Wo ist der Haken an der Sache? Muss doch irgendwo noch einer liegen. Oder nicht? Verdammt, ich bin sicher, dass hier irgendwo noch einer lag. Ich meine, wir brauchen ja noch einen. Ja, Lara ist gut. Scheiße, wo bekam man denn jetzt den letzten Haken her? Das ist ja jetzt richtig scheiße. Können wir zurück? Oh, wir können zurück. Hä, liegt hier jetzt ein neuer Haken? Lol, ist das jetzt ein Fehler vom Spiel oder lagen hier von Anfang an zwei? Das kann natürlich sein, dass hier von Anfang an zwei lagen. Okay, Leute, Problem erkannt, Problem gelöst. Kann jetzt auch ein Bug gewesen sein. Aber soll mich nicht stören. Oder vielleicht war es auch wirklich so vom Spiel vorhergesehen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hat super geklappt, Lara. Bin stolz auf dich. Ich gehe jetzt eben nochmal zurück, besiege nochmal die beiden Typen. Und dann sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Von daher, bis gleich, bis zum nächsten Mal einfach. Wir sehen bzw. hören uns, hoffe ich doch mal. Und ja, bis zum nächsten Mal also. Ciao!